Und damit ein großes Hallo an euch alle und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und wir spielen heute ein kleines Grusel-Horrorspielchen, ein sehr heftiges Grusel-Horrorspielchen. Ist kostenlos, nennt sich Backrooms. Ich wollte eigentlich das ein bisschen anders machen von dem Aufnehmen. Das Ding ist, das Spiel hat sich gleich sofort gestartet. Und jetzt sind wir hier. Ich konnte das nicht mal ins Menü oder so. Deswegen, mal spielen wir ein bisschen leiser. Warte mal, ein bisschen leiser. Ja, so ungefähr. Ist schon ein ziemlich lautes Spiel. Ich muss es schon ein bisschen lauter machen. Und ja, also unsere Aufgabe ist es jetzt quasi, durch die Backrooms zu laufen und zu überleben und es nicht anzuschauen, was auch immer da ist. Und daher schauen wir einfach mal. Ich starte jetzt. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Aber ich habe Kopfhörer auf und ich weiß, es wird übel, aber fangen wir an. Oh, ja, jetzt. Oh, es ist ekelhaft. Oh, ich habe was gehört, Leute. Ekelhaft. Ja, über die Backrooms ist ja ein bisschen was bekannt. Ne? Wer die Backrooms kennt, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Alter, ich hab Herzschlag. Aber richtig heftig. Boah, ich hab Schiss, Leute. Oh, es ist ekelhaft. Hinter mir ist irgendwas, ne? Oh Gott, das ist ekelhaft. Die Atmosphäre, Alter. Alter Schwede. Ich laufe einfach mal geradeaus. Also, ich versuche mal ein bisschen was zu erklären. Oh Gott, habe ich erschrocken. Scheiße. Damit ich ein bisschen runterkomme. Weil ich bin gerade. Alles Spiel hat gerade mal angefangen und ich habe absolut Schiss. Diese Atmosphäre ist übel. Ich drehe mich auch gar nicht um. Also ich versuche mal ein bisschen was zu erklären, um runterzukommen. Ich bin gerade auf einmal... Boah, fühle ich mich unwohl. Boah, ich fühle mich richtig unwohl. Oh, boah, ist das übel. Oh, ist das ekelhaft. Oh, Leute. Oh, der Boden bewegt sich, oder sieht das nicht so aus? Und, also, die Backrooms ist der Creepypasta. Was der Creepypasta sollte euch allen, glaube ich, einigermaßen bekannt sein. Und diese wurde anscheinend von einem, ich sag mal, oh nein, hier ist dunkel, von einem gewissen, angeblichen 17-jährigen Jungen ins Leben gerufen. Was ich sehr erstaunlich finde. Ich höre jemanden weinen. Oh nein. Geh weg. Was auch immer du bist, geh weg. Lass mich in Ruhe. Oh, ich höre einen Wein. Oh, wenn jetzt dahin Jumpscare kommt. Ne, ich bin tot. Leute, ich bin tot. Ich bin einfach tot dann. Und dieser 17-jährige Junge, der hat sogar ein eigenes YouTube-Video quasi gedreht, gefilmt, quasi über diese Backrooms, die er dann ins Leben gerufen hat. Also das hier. Und ja, das sieht zwar irgendwie seltsam aus, weil ihr seht ja selber, die Backrooms selber bestehen eigentlich nur aus einer... wo lang? Ist das ekelhaft. Was ist hinter mir? Leute, was ist das? Oh Gott. Um Himmels Willen. Oh, lauf, lauf. Oh Gott, ist hinter mir. Ich drehe mich nicht um. Nein, ich drehe mich nicht um. Leute, ich drehe mich nicht um. Nein, mach ich nicht. Leute, könnt ihr mit jemand anderem machen, aber nicht mit mir. Ich werde mich nicht umdrehen. Und er hat diese Backrooms halt selber erschaffen. Das handelt sich dabei wirklich nur um eine andere Dimension der Welt, die nur aus so monotonen Wänden besteht. Ne? Und mehr auch nicht. Und hier sollen ja Leute schon einfach verschwunden sein in der Welt. Und
Ich werde euch das Video mal in die Videobeschreibung packen von ihm. Also sein Video zu den Backrooms. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das mal selber angucken. Ich habe mir das schon mal angeguckt. Und ich finde, das ist so gut gemacht, Leute. Also richtig, also wenn man bedenkt, das ist von einem angeblichen 17-jährigen Jungen. Und ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas richtig mache, weil das Bild wird immer verflimmerter und grauer und... Nein. Nein, was passiert jetzt? Hallo? No clipping beneath the backrooms. Ah! Total time, 4 Minuten. Oh, ich glaube, wir haben verloren. machen wir nochmal. Komm, wir sind nochmal. Haven't been here before. Ich finde es super interessant. Also wirklich super interessant. Ne? Also in dem Video war das. Ich verrate schon wieder zu viel. Leute, nee. Also guckt wirklich, ich kann es nur empfehlen. Guckt euch das Video an. Wir laufen einfach mal in irgendeine Richtung. Ich gehe mal nach rechts. Ne, und es ist super interessant, ne? Es handelt sich dabei, wie gesagt, um eine andere Welt. Eine Welt aus monotonen Wänden. Habe ich eben schon erzählt. Ich versuche nur, mich irgendwie ein bisschen runterzukommen. Weil die Atmosphäre, die macht mich kaputt. Und das Spiel hat eigentlich. Ich habe gerade mal geguckt, wir spielen das gerade für ein Spiel. Gerade mal 5-6 Minuten lang und ich bin jetzt schon tot. Innerlich. Diese Atmosphäre, dieses. Das ist so ein Spiel da. Oh nein. Ich gucke nochmal ab und zu auf der Aufnahme, ob das auch alles noch so okay ist. Und. Oh, tut mir leid, ich bin gerade so unter Panik. Ich krieg grad irgendwie Angstzustände, das ist echt übel. Oh, ich hab. Solche atmosphärischen Horrorspiele habe ich schon lange nicht mehr gespielt, Leute. Da war was rechts neben mir. Diese ganzen Soundeffekte so, ne? Das, was durch die Gegend geschoben wird. Oder die Lampen, ne? Das Wirren von den Lampen. Dieses. Ne? Das gehört. Das trägt alles zu dieser Atmosphäre mit bei. Und das macht so übel gerade. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde diese Welt ganz interessant und. Menschen sollen da ja irgendwie in diese Welt gekommen sein. Wie? Können sie sich gar nicht mehr erinnern teilweise. Angeblich. Und versuchen dann hier aus den Backrooms einen Weg rauszufinden. Hat, schätze ich mal, aber bisher noch keiner geschafft. Nehme ich mal an. Und ja. Allerdings ist das ja natürlich nicht das einzige Spiel über die Backrooms. Es gibt schon Dutzende. Das ist nur eins davon und das ist kostenlos. Es gab auch ein paar, die glaube ich 1 Euro oder 2 Euro gekostet haben. Da muss ich mal schauen. Ne, also nicht viel. Oh, das Bild wird wieder grauer. Ich glaube, wir müssen den Ausgang finden, bevor das so ausflimmert. Nur, also ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob ich nur in eine Richtung laufe oder. Weil prinzipiell kann der Ausgang überall sein. Wie gesagt, die Backrooms sind ja riesig. Die Backrooms sind ja wirklich riesig, ne? Man weiß gar nicht, wie riesig diese Welt ist. Oder wo die sich überhaupt befindet, ne? Es ist ja wirklich eine andere Dimension, eine andere Welt, ein anderes Universum. Ne, also das ist schon sehr interessant. Oh, was jetzt? Nein, ich drehe mich nicht um. Nee, wir sind nicht. Bin doch nicht blöd.
Oh, das Atmen, ich höre es in meinem Kopf. Oh, ist das ekelhaft. Oh, ist das ekelhaft. Boah, bäh. Oh, auf beiden Seiten höre ich das Atmen. Ist das ekelhaft. Boah, ich schwöre, ne? Wenn jetzt ein Jumpscare kommt, ich bin tot. Ich sterbe, Leute. Boah, das hört sich an, als wäre genau hinter mir was, ey. Oh, nein, 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 nein. Nein. Einfach weiterlaufen. Oh mein Gott. Oh, bitte nicht. Oh, shit. Oh Gott. Nee, nee. Hauch mir in den Nacken, du Arsch. Ich dreh mich nicht um. Nee. Leute, ich bin doch nicht blöd. Ich dreh mich doch nicht um, so nah, wie sich das anhört. Oh Gott. Oh Gott. Es scheint ja auch scheinbar verschiedene Monster hier zu geben, die einen holen können. Also, ja. Erinnert mich ein bisschen an SCP. Nein. Ich versuche mal ein bisschen so rumzulaufen. Oh, lauf, lauf. Ah, oh, okay. No clipping beneath the backrooms. Ah, ich glaube, das geht. Also, guck mal, Leute. Ich glaube, das geht wirklich nur zu gucken, wie weit kommt man. Glaube ich. Ist leider nur ein kostenloses Spiel. Ist auch nicht groß gewesen. Ich glaube, das war's leider schon. Mehr gibt's da eigentlich nicht. Außer. Ich glaube nicht mal, dass es ein Monster gibt. Also, es hört sich natürlich so an, aber. Ah, weiß ich, Leute. Also, weiß ich. Ich glaube, einen Versuch machen wir noch. Komm, einen dritten Versuch machen wir noch. Einen letzten Versuch machen wir noch. Und dann schauen wir mal. Slipping between the nothing. Okay. Schauen wir mal. Ich versuche das nochmal. Ich laufe mal auch wieder in eine Richtung. Ich gucke mal, ob wir irgendwas sehen oder finden. Weil ich glaube. Ich glaube, das macht nicht viel Unterschied. Weil, wie gesagt, das ist so groß. Nach hinten laufen, also umdrehen und zurücklaufen, das ist dumm. Weil dann holt uns das Monster. Wenn es hier ein Monster gibt. Ich glaube, das mittlerweile gar nicht mehr. Ne. Aber, wie gesagt, die Atmosphäre ist sehr böse von dem Spiel. Es ist sehr böse. Es ist verdammt böse. Diese ruhige Art und dass sonst keine Soundeffekte zu hören sind oder so. Außer die Lampen und. Na, das ist Sackgasse. Ich geh mal hier weiter. Ich will nicht in die Sackgasse. Ne, also. Oh, jetzt geht's wieder los. Ich höre wieder das Klopfen. Das ist das Pochen. Oh Gott, ist das ekelhaft. Oh Gott. Aber das ist auch, was so eine Atmosphäre halt ausmacht, ne? Das finde ich so faszinierend an Horrorspielen, ne? Also ich finde Horrorspiele, die so eine Atmosphäre haben, die finde ich einfach mal tausendmal besser als. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ja? Wenn man sich so Five Nights at Freddy's anguckt zum Beispiel, ne? Bei Five Nights at Freddy's ist es ja auch so, dass das Spiel auch eine gewisse Atmosphäre hat und nur die Atmosphäre macht das Spiel so unheimlich. Und die Jumpscares, die dann durch die Animatronics kommen, die sind so das Sahnehäubchen obendrauf. Ja, das sind diese. Also im Endeffekt baut das Spiel eine gewisse Atmosphäre auf und dann, wenn man richtig tief drin sitzt, wenn man vollkommen verängstigt und vollkommen fertig mit den Nerven ist, weil man denkt, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wie ich mich jetzt gerade wieder fühle. Es wird jetzt wieder schlimmer. Oh. Dann kommt dieser Jumpscare und der gibt dann einem den Rest. Das ist. Oh Gott.
Ne? Diese Atmosphäre, die macht einen fertig. Und der Jumpscare, der beendet das dann quasi. Der haut einfach mal, der lässt einen hüpfen, der lässt einen springen, wenn man das so sagen möchte. Ihr wisst bestimmt, wie ich das meine. Ja, wenn ihr solche Spiele schon mal gespielt habt, dann wisst ihr sicherlich ganz genau, was ich meine. Und ihr fühlt euch bestimmt angesprochen jetzt. Also ich fühle mich auf jeden Fall angesprochen. Oh, ich habe Gänsehaut. Oh, ich habe so üble Gänsehaut, Leute. Ich habe so Gänsehaut. Ich gehe mal hier lang. Ich traue mich mal was. So, ich gehe mal hier lang jetzt. Aber was ich halt auch sehr interessant finde, ist, wie gesagt, man weiß gar nicht, wie riesig das ist. Das ist eine unbekannte Welt, an der Menschen und Gegenstände scheinbar auch verschwinden. Ne? Also auch nicht nur Menschen verschwinden in diese Welt. Oh, nein, 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 komm, komm. Nee, nee, nee. Nein. 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 Leute, tut mir leid. Ich weiß, dass ihr das Monster sehen wollt, aber das mache ich nicht. Ich bin ja nicht blöd. Bin ja nicht blöd. Oh, Alter. Boah, ich habe so pure Gänsehaut. Oh, und dann dieses Geatme. Oh Gott. Ihr müsst bedenken, ich habe das auf voller Lautstärke, ne, das Spiel. Also ich habe das auf Kopfhörer mit voller Lautstärke. Oh Gott, ist das übel. Boah, ich bin sehr nervös, Leute. Ich bin sehr nervös. Die Frage ist, haben wir wirklich verloren, wenn das dunkel wird, also das Licht ausgeht? Weil theoretisch können wir ja noch ein kurzes Stückchen laufen. Ich bin der Meinung, wenn wir dann eine Wand berühren, ist es vorbei. Ich versuche dann immer, mich so hinzustellen oder so zu laufen, dass ich noch einen Weg laufen könnte. Aber ich hoffe mal, dass es so weit kommt. Guck mal, ist geradeaus einfach nur. Können wir hier so links lang? Oh nein. Ach, okay. Ja, gut. No clipping beneath the backrooms. Total time 5 Minuten und guck mal, wir haben fast 300. Wir sind weiter gewesen als vorher. Unser Rekord ist 299, Leute. Merkt euch das. Aber wie gesagt, ich glaube, das war's auch schon. Was passiert, wenn ich jetzt auf Exit drücke? Einfach mal gucken. Ich will nur gucken, was passiert. Okay, das Spiel hat sich einfach ausgemacht. Ja gut, okay. Ja, Leute. Aber Leute, wie gesagt, das war's leider mit den Backrooms. War leider nicht viel. War wirklich nur ein kostenloses Game, was ich runtergeladen habe. Aber an sich finde ich es sehr interessant. Ne? Ich fand es trotzdem unheimlich gruselig. Also, ich habe Gänsehaut. Ich habe absolute Gänsehaut, weil die Atmosphäre hat trotzdem sehr reingehauen. Und, ja, fand ich nicht schlecht. Tatsächlich. Auch wenn es ein sehr kurzes Spiel ist, fand ich es nicht schlecht. Es war eine kleine... Ja, nennen wir es nicht Let's Play, nennen wir es eine kleine... wie nennt man das denn jetzt? Mein Gott, ich komme jetzt nicht auf diesen Namen. Experience, Erfahrung. Das war eine sehr angenehme oder... Okay, angenehm ist gelogen. Eine interessante Erfahrung auf jeden Fall, ja. War eine sehr interessante Erfahrung, mal in den Weltraum zu sein, auch wenn es nur im Spiel ist. Und ich hoffe, ich komme da auch nicht im Real Life hin. Ja, wie gesagt, das Video von dem angeblich 17-jährigen Jungen, der das ins Leben gerufen hat, davon werde ich euch das mal unten in die Videobeschreibung packen. Könnt ihr euch gerne mal selber angucken, wenn ihr wollt. Ist sehr interessant, ne? Gibt da anscheinend auch ein paar mehr von, ne?
Und wer und ich werde noch mal einen zweiten Link reinpacken in die Videobeschreibung, ne? Falls ihr euch mal ein bisschen schlau machen wollt über die Creepypasta, da werde ich auch noch mal einen Link raussuchen und euch in die Beschreibung packen. Dann könnt ihr euch da mal ein bisschen selber informieren. Das habe ich nämlich auch gemacht und also grob gesehen und finde das sehr interessant. Und Leute, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn wir vielleicht ein anderes Horrorgame von den Backrooms spielen. Ne? Gibt ja noch ein paar mehr. Ne? Und bis dahin, Leute, erstmal würde ich sagen, ciao, ciao.